Weiter geht es mit Custom Quest. Wir sind in der Spielhalle, seht schon wieder die Aliens da hinten, die wir gleich verkloppen werden. Was geht hier vor sich? Hi, ich kann gerade nicht so richtig sprechen. Seht ihr diese Monster da? Sie zwingen uns zum Spielen, tauschen all unsere Gewinne gegen Süßigkeiten. Ich weiß nicht, warum die da so viel brauchen. Hey, vielleicht könntet ihr sie ablenken oder so, während wir uns rausschleichen? Ja, das ist eine echte Plage. Mann, warum sind wir bloß hierher gekommen, anstatt einfach von Tür zu tingeln? Hey, lasst uns das Geplapper und macht euch an die Arbeit, bevor Herr Bojan wütend wird. Hey, den haben wir doch besiegt. Moment mal, ich kenne diese Kinder, ich hasse diese Kinder. Diesmal hat er schon gleich einen Gehilfen bei sich. Aber kein Mikrofon, das ist ja sehr schön. Und Gift. Gift ist gut. Der ist gleich platt. Das finde ich schon mal sehr gut. Vermutlich wollen die jetzt zu einem Riesenfund. Folgen wir ihnen. Jemand hat das hinter einem Videospielautomaten gelassen. Vielleicht könnt ihr es gebrauchen, um ein Kostüm zu basteln. Ein Schal. Ich muss meine Hände mal kühlen. Sagt er jetzt was dazu endlich, dass alle weg sind? Oh Mann, mein Boss wird ausflippen, wenn er dieses Riesenloch in der Rückseite der Spielhalle sieht. Ich frage mich, wie das dann gekommen ist. Theoretisch können wir doch jetzt auch nach oben fahren, oder? Entschuldigung, bin ich im Weg? Ich untersuche nun die geheimnisvolle Fehlfunktion dieser Zentrumsbahn. Das ist kein Geheimnis, das liegt an den Monstern. Also ich bin Wissenschaftlerin, daher glaube ich nicht an Fantasiegeschöpfe. Diese Monster sind allenfalls eine unbekannte Art aus einer fernen Galaxie, die durch ein absolut wissenschaftliches Wurmloch in der Raumzeit hierher gereist sind. Sie sind magisch. Keine Zeit für Diskussionen, die Monster haben meine Schwester entführt und wir wollen sie zurückhaben. Darf ich vorschlagen, dass wir unsere Kräfte der Fantasie und der Wissenschaft vereinigen, um sie zu bekämpfen? Du meinst eine Partnerschaft? Eine Partnerschaft. Kann ich für diese Jogginghose ein Kostüm haben? Klar. Cool. Leggings. So, ich würde sagen, sie wird Raumkämpferin. Endlich zu dritt. Ich freue mich. Ach so, wir kommen hier gar nicht raus momentan. Wir sind auf den Schienen unterwegs. Erwischt. Na, hoffentlich rutschst du nicht aus. Hehe. Okay, hier ist Schicht im Schacht.
Murmel, Murmel. Beobachtung, wenn nichtmenschliche Geräusche voraus. Monster. Und Dorsila, kannst du verstehen, was sie sagen? Du hast mich schon einmal enttäuscht, Bojorn. Hätte ich dir gar nicht erst eine zweite Chance geben sollen? Nein? Seufzt, bald euch einfach mit den Süßigkeiten, okay? Ich gehe zurück zum Riesenfund und achte darauf, dass Max Xell nicht hinter den Lenkrad einschläft. Hypothese, diese Monster benutzen die Zentrumsbahn, um Süßigkeiten zu transportieren. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Strecke räumen. Wasen, hast du was gehört? Ihr, ja, das reicht, ich beende das für allemal. So, 3-3, endlich mal ausgeglichen hier. Ich würde fast am liebsten den Zauberer jetzt als erstes bekämpfen. Verdammt, wir haben ihr gar keine Karte hier gegeben momentan. Oh, verdammt. Eine Raketenhagel, den hauen wir mal auf ihn ruf. So, und er haut auf den, oder sie auf den Zauberer. Tschüss! Cool. Ich will die Süßigkeiten. So, bevor wir weiterrennen, gebe ich doch noch eine Kampfmarke an Lucy. Am besten diese GP. Ich möchte mal wissen, ob das die unsere Trefferpunkte sind. Was, sie funktioniert? Kinder, wie habt ihr das gemacht? Die Monster haben sie für ihre Süßigkeitenraub benutzt. Haha, Monster, der ist gut. Nun, was auch immer ihr getan habt, jetzt läuft sie einmal frei. Springt an Bord, wann immer ihr wollt. Ach, und ich habe ein paar Ersatzteile übrig. Vielleicht könnt ihr sie für eure Kostüme gebrauchen. So, ich will mal sehen. Theoretisch können wir doch jetzt die Treppen benutzen. Vermutlich könnte ich zwar auch die Bahn dafür nutzen, aber ich möchte mal alles erkunden. Ihr habt die Spielhalle gerettet. Die sollten auch Freispiele für den Rest eures Lebens schenken. Euch. Nicht auch. Geht doch. Oh, hier ist so düster. Was haben wir da kaputt gemacht? Auf keinen Fall, absolut niemand darf hier hoch. Es sei denn, Pablo oder Derek erlauben es. Pablo! Ich bin der Geist einer berühmten Frauenrechterin. Ich wette, du kommst nicht darauf, welche. Ah, das müssen wir wieder rausfinden, oder was? Ach cool, die Bahn kommt hinterher. Das finde ich ja schick.
Ach Quark, ich sollte dir ein paar Warzen verpassen. Hier nur noch ein Kind. Läuft. So, hier wartet bestimmt wieder ein Kampf auf uns. Medikus, ich glaube, den müssen wir als erstes platt machen. So, jetzt ist er auch noch schön vergiftet. Grenadier, Magnus, dann machen wir den erstmal platt. Verdammt. Brennen nicht gut. Der Magnus, der muss weg. Hymne heilen oder Angriff? Ich heile erstmal. Bei der coolen Version leuchten die Knochen im Dunkeln, ich habe nur die billige Version. Ach, hier können wir nach oben, interessant. Gucken wir uns doch gleich mal an. So, der Laden wartet noch. So, den Laden haben wir auch abgefrühstückt. Tut mir leid, nur erfahrene Monsterjäger dürfen in die zweite Etage. Was? Wir haben den ganzen Abend lang Monster gejagt. Wir haben die Monsterjagd erfunden. Ach wirklich, da zeigt uns eure Hörner. Unser was? Bringt uns, sagen wir, drei Monsterhörner, dann lassen wir euch hoch. Gut, wie auch immer, wir bekämpfen sie so oder so. Pah, nun ja, halten sie sich ja für so cool. Monsterhörner. Tolle Bahn, die uns immer hin und her fährt, hinterher fährt. Und hin und her fährt. Nun gut, Zeit für ein Folgenpäuschen. Spitze bedanke mich. Bis dann.